Ein wunderschönes Hallo, ihr detailverliebten Motorradliebhaber, zu einer neuen Ausgabe im Berger Carbon Spezial. Hier ist Daniel. Ich bin Julius. Und der Julius hat uns heute etwas ganz, ganz Feines mitgebracht. Ja, Daniel, so ist es. Wir haben heute hier eine Ducati Multistrada V4 in der S-Variante. Keine Sorge, das Gesagte gilt natürlich auch für die normale Variante. Und wir fangen einfach mal direkt hier oben an mit den Handprotektoren. Diese sind nicht nur aus Carbon, sondern auch etwas größer als das Original. Ursprünglich der Gedanke kam, bei Regenfahrten, man kennt es, die Finger werden hier oben feucht und nass vom Sprühregen beim Fahren und das wird kalt und unangenehm. Und die sind jetzt einfach hier noch ein bisschen größer, sodass der gröbste Teil wirklich drüber geworfen wird und die Hände länger trocken bleiben. Und da ist auch wirklich die längere Tour, auch bei schlechterem Wetter, viel, viel angenehmer. Wir wollen direkt weitermachen hier unten mit dem Kotflügel. Auch hier haben wir uns noch ein paar sinnvolle Features überlegt, die wir euch jetzt hier nochmal vorstellen wollen. Der Kotflügel ist auch hier wieder einteilig. Das bedeutet, die Kettenfinne ist mit integriert und auch nach vorne verlängert. Das bedeutet, Ducati hat hier die Schwinge etwas zweigeteilt und wir haben hier vorne nochmal einen zweiten Kettenschutz eingepflegt. Dieser ist nicht nur optisch der Oberhammer, sondern hat auch den sinnvollen Vorteil, wenn es mal irgendwie die Kette frisch geschmiert ist, dann kennt ihr das, bei der ersten Fahrt, das Fett fliegt euch überall hin. Und hier ist es wirklich so, das fängt nochmal einiges ab, sodass es wirklich dann hier sehr komprimiert in diesem Bereich bleibt und nicht das ganze Motorrad nach dem Kettenschmieren wieder direkt versifft ist. Ja, und auch Akrapovic hat hier wieder beste Arbeit geleistet, einen etwas länger gezogenen Endschalldämpfer hier gebaut für diese Multistrada. Und damit man das auch wieder wunderschön löst, gibt es hier ein zweiteiliges Blendensystem. Einmal unten hier im Linkpipe-Bereich, wo der Krümmer auch noch sitzt, ein kleines Stück mit dieser Blende. Und natürlich hier die etwas längere Blende nach oben hin, die hier die Oberseite dieses Endschalldämpfers im besten Wege hier schützt, falls mal natürlich Steinschläge oder halt auch ein Sturz zustande kommt. Weiter vorne geht diese wunderbare Arbeit auch weiter und zwar bei dem Motorschutz. Der Motorschutz ist in diesem Fall bei der Multistrada nicht nur ein Motorschutz, sondern gleichzeitig auch ein Krümmerschutz und da bediente man sich wirklich ganz, ganz vieler Erfahrungen aus dem Trailsport und hat dort einen Schutz konzipiert im Hause Illenberger, der in dem Fall sehr, sehr ergonomisch halt einfach nach unten angepasst ist. Das bedeutet, auf längeren Touren, wenn man auch mal im Crossgelände fährt, kommen natürlich die größere Steine da halt immer wieder einen im Weg oder man möchte einen kleinen Abhang hochfahren und dann gibt es ja so einen kleinen Absatz oder einen Versatz und da gilt es dann natürlich, diese Krümmer halt bestmöglich zu schützen. Und wenn ihr jetzt an der Stelle sagt, das ist ja im Vergleich zu dem Rest ein etwas kleineres, abgespecktes Sortiment, dann habt ihr da natürlich vollkommen recht, aber das hat einen ganz bestimmten Grund und zwar, Julius? Ja, das ist natürlich so. Ihr habt gesehen, hier ist viel, viel mehr Carbon am Motorrad verbaut, als wir jetzt hier vorgestellt haben. Und es hat den simplen Grund, Ducati bietet es an, von Werk ab wirklich das Motorrad mit Carbonteilen schon zu bestellen oder diese alternativ über Ducati Performance nachzubestellen. Da wir jetzt der Erstausrüster für Ducati sind, haben wir einfach die gleiche Qualität und das gleiche Material in unseren Teilen und deswegen ist nicht das komplette Sortiment neu erfunden, sondern einfach nochmal zusätzlich ergänzt, um einfach noch mehr für dieses Motorrad anbieten zu können. Also absolute Vollwertigkeit, wie man das sonst auch immer im Hause Illenberger kennt. Hier ein Motorrad bespickt mit all den Feinheiten, die man benötigt. An jedes kleine Detail wurde dabei auch gedacht. Und dadurch, dass man hier auch gleichzeitig, wie ihr das so schon kennt, OEM Erstausrüster ist, komplettiert man an der Stelle nur noch die fehlenden Teile, die Ducati von Haus aus nicht anbietet. Und somit ist ein ja, vollwertiges Motorrad hier fertig. Das war's wieder von uns. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Freuen uns, wenn ihr das nächste Mal einschaltet, wenn es wieder heißt Illenberger Carbon Spezial. Servus auch von mir.